Nur 1% aller Toten sind wirklich hirntot und diese kommen als potenzielle Organspender in Frage. Man muss von 1 Monat bis zu 6 Jahre auf sein Spenderorgan warten. Was denken eigentlich die Menschen auf der Straße von Organspende? Was fällt euch spontan zur Organspende ein? Organspende ist wichtig und Organspendeausweis fällt mir noch ein, dass man eigentlich einen haben sollte. Ja, ich habe auch gleich an meinen Organspendeausweis gedacht, wo ich den liegen habe. Und ja, Angst fällt mir da spontan ein. Ja, natürlich die Misswirtschaft der Verantwortlichen, die ja vieles kaputt gemacht haben in dem Bereich. Ne? Es gibt viele hilfsbedürftige Menschen, die wirklich sehr lange auf lebenswichtige Organe warten müssen, deswegen. Ja, das ist eine wichtige Sache, finde ich schon. Wenn da nicht so viel hinterhergeschoben wird, wie es bei vielen Sachen so ist, ist es eine gute Sache. Leider kriegt man das nicht in den Griff, dass man da denjenigen auf den Finger haut, die da so Schindel treiben damit. Findet ihr es prinzipiell wichtig, Organe zu spenden und warum? Ja, natürlich, einfach um Menschen zu helfen. Ich meine, wenn man stirbt und man sowieso seine Organe nicht mehr braucht, warum kann es dann nicht jemand anders brauchen? Natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, wenn es nun mal Leben retten kann und das eigene schon gekostet hat und die Organe aber noch gut sind, warum nicht, klar. Also ich finde, es ist gut, aber es ist auch mutig. Also ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich finde es gut, dass es gemacht wird, weil ich glaube, damit wird so vielen Menschen geholfen, die halt wirklich Organe brauchen. Prinzipiell schon, finde ich eine sehr gute Sache. Wenn damit ordentlich gehaushaltet wird und die entsprechenden Bedürftigen das auch bekommen und damit kein Wucher betrieben wird, das ist eine gute Sache.